Wohin hat mich dieser Spiegelbus gebracht vom verbotenen Wald? Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen könnten. Es ist ja so spannend. Ich drücke mal hier auf los. Aber ich wollte noch was anderes sagen vorher. Ach, mir geht's ja gut. Guck mal hier, mir geht's gut. Ich stehe hier. Es ist ja gar nichts passiert. Na gut, wenn jetzt eh die bedrohliche Stimmung raus ist. Hier. Ey! Als ich letztes Mal geguckt habe, stand hier plötzlich, sprich mit Hagrid. Gut, jetzt funktioniert's wieder nicht. Ach, perfekt. Na gut, also. Es ist was passiert. Ich habe auf den Spiegel angefasst und plötzlich bin ich verschwunden. Aber wo bin ich nur rausgekommen? Ich klicke mal auf die peitschende Weide, um mich zu orientieren. Ah, Mirula. Ich bin beruhigt. Ich dachte schon, Corey wäre hier. Schön, dass du es geschafft hast, Bailey. Schön, dass sie so freundlich zu mir ist. Sie ist nicht die Böse. Ich dachte schon, ich würde alt und grau werden, bevor du auftauchst. Ja, nee, wieso angreifen? Sie ist doch die Gute. Hallo, Mirula. Schön, dich zu sehen. Hallo Bailey, ich würde sagen, es ist schön, dich zu sehen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Aber danke, dass du mich nicht sofort mit einem Zauber angegriffen hast, das weiß ich zu schätzen. Was machst du hier? Gut, dass Corey nicht hier ist. Das wirst du noch früh genug herausfinden. Nein, ich will es jetzt erfahren. Wir nehmen dich nicht so kindisch, Bailey, du wirst es erfahren, wenn ich es sage. Aber wir sollten losgehen, hier verschwenden wir nur unsere Zeit. Ich gehe nirgendwo hin, bevor ich einige Antworten bekommen habe, Mirula. Erzähl mir wenigstens, was wir hier tun und wie ich zur Peitschen weitergekommen bin. War das etwa ein Bordschlüssel? Das lässt ja keine Ruhe, oder? Du bist wirklich manchmal starrsinniger, als gut für dich ist. Na schön, ich werde einige deiner Fragen beantworten, aber dann müssen wir wirklich los. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was sie uns so zu erzählen hat. Ich hoffe ja, was Sinnvolles und nichts von Corey. Warum greift uns die Peitschen weiterhin nicht an? Was hast du mit ihr getan? Ich bin nur hier, um dich zum nächsten Schritt zu begleiten. Die Peitschen Weide wird nicht lange zahm bleiben, Bailey. Hayden ist in Sicherheit, vorerst. Darum müssen wir uns beeilen. Hierher werden dir die Auroren nicht folgen. Dafür haben wir gesorgt. Du bist mit einem Porsche hergekommen. Das hast du richtig erraten. Ja, das wäre ja auch kein Grundstück. Wo warst du denn, Mirula? Warum hast du... Nee, ich weiß, warum du Grand führt hast, weil sie genervt hat. Ich verstehe nicht, warum wir bei der Peitschen Weide sind. Wo gehen wir hin? Warum hast du es so eilig? Du hast uns verraten, mich, den Kanna-Zirkel, nur Corey nicht. Naja. Du bist hier, weil du nicht damit aufhören konntest, Nachforschungen über er und die Direktorin anzustellen. Wir konnten nicht zulassen, dass du oder Hayden unsere Pläne ruinieren. Welche Pläne, Mirula? Warum redest du um den heißen Brei herum? Was verschweigst du mir? Ich kann es dir nicht sagen. Du bist nervös, irgendetwas liegt dir auf dem Herzen. Was? Das reicht, ich werde keine Fragen mehr beantworten. Ich habe dir schon mehr erzählt, als ich wollte. Oh oh. Jetzt sollten wir hier aber schnell weg. Ganz schnell. Nee, was passiert jetzt? Ah, oh, bei Höllen der Hütte? Wie, willst du mich jetzt entführen? Das kannst du auch freudig sagen, Mirula. Hör auf zu reden, das ist es, was dir diesen Ärger überhaupt erst eingebracht hat. Hör einfach auf. Es ist Zeit, die Direktorin zu treffen. Oh. In der höllenden Hütte? Oh nein. Es wird einige Zeit dauern, bis sich deine Energiepunkte wieder aufgefüllt haben, aber wir kommen bald zu dir. Oh Mann, ey. Das ist jetzt natürlich... Oh, die nächste Folge. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die nächste Folge, Finale von Kapitel 39. Das wird der Hammer. Wenn wir da wirklich die Direktorin treffen, oder wieder nur jemand, der sagt, ah, es gibt ja noch eine Person, die über der Direktorin steht, die heißt dann er. Die Chefin von er heißt er. Ja, das kommt dann vielleicht noch. Na, mal schauen. Ich hoffe ja, wir sehen in der nächsten Folge die Direktorin. Ich bin ziemlich gespannt, sag jetzt allerdings, arrivederci, over and out.